Der Expressionismus wird gemeinhin als Ausdruckskunst von verinnerlichten Wahrheiten beschrieben. Er findet sich in verschiedenen Kunstformen wieder, zum Beispiel als Stilrichtung in der Malerei. Hier versuchten Rebellen der Farbe dramatisch, radikal, verstörend die Formen zu vergröbern, die Perspektive zu stürzen und Gesichter zu Fratzen zu verzerren. Menschen waren auf einmal schwarz oder grün, Pferde gelb oder blau und der Himmel rot oder violett. Diese Stilrichtung in der Malerei dauerte von 1905 bis 1925. Und dann gibt es den Expressionismus eben auch als eine literarische Strömung und hier in zwei Phasen. In der Frühphase war der Expressionismus besonders leistungsstark. Von 1910 bis 1914 entwickelte er neue Formen der Lyrik und der Dramatik. Und dann gab es eine abklingende Spätphase von 1918 bis 1925. Den Expressionismus zu verstehen setzt voraus, von welcher Epoche sich diese Expressionisten abgrenzen wollten, und damit sind wir bei den impressionistischen Vorläufern. Der impressionistische Künstler setzte sich mit der Wirklichkeit auseinander. Er betrachtete die Wirklichkeit und versuchte, die Momentaufnahme auf dem Blatt Papier oder als Maler auf der Leinwand festzuhalten. Es ging also um die Impression. Die Wirklichkeit wurde subjektiv aufgenommen und subjektiv verarbeitet. Diese Idee des unmittelbar subjektiven Eindrucks war auch der Startschuss für die Moderne. Ganz anders nun die Idee des Expressionismus. Auch der expressionistische Künstler hat sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen, keine Frage. Auch er muss auf die Wirklichkeit schauen. Aber er malt eben nicht sofort ein Bild, sondern er versucht etwas anderes. Er versucht, diese Wirklichkeit zu speichern, zu verinnerlichen. Dann vergeht einige Zeit und dann presst im Grunde genommen der Künstler seine innere Wirklichkeit, seine innere Wahrheit wieder heraus. Es geht also nicht um die Darstellung des Sichtbaren, sondern die Darstellung des Nichtsichtbaren. Es geht um Gefühle, Erinnerungen, um Ängste, um innere Wirklichkeiten. Welche Wirklichkeiten tatsächlich so wichtig waren, dass man sich an ihnen reiben konnte, zeigt ein Blick auf den historischen Hintergrund des Expressionismus. Genau genommen müssen wir hier zwei wichtige Zäsuren nennen. Zum einen ist da die Geschichte, die mit der Person, die wir hier sehen, zusammenhängt. Es geht um Kaiser Wilhelm II. Des Deutschen Reiches. Er war Kaiser von 1888 bis 1918. Und seine politische Kultur lässt sich so zusammenfassen: Sie war militant, frauenfeindlich, rassistisch, imperialistisch, nationalistisch, antisemitisch. Sie war auch antisozialistisch. Man könnte auch sagen, sie war menschenunwürdig. Und sie wird subsumiert unter dem Etikett des Wilhelminismus. Mit dieser politischen Kultur mussten sich die Expressionisten kritisch auseinandersetzen. Und dann gibt es natürlich noch eine zweite wichtige Zäsur, und zwar hängt sie zusammen mit dem Attentat in Sarajevo. Im Juni 1914 wird der österreichische Thronfolger erschossen, und dieses Attentat löst eine Katastrophe weltweit aus. Ihr wisst, wovon ich spreche, vom Ersten Weltkrieg, der von 1914 bis 1918 dauerte. Und in diesem Krieg starben über 17 Millionen Menschen und eben auch expressionistische Künstler. Zum Beispiel, um Namen zu bringen, an dieser Stelle schon Lichtenstein, Stramm, Lotz, Trakl, Stadler, Sorge, aber auch die Maler Franz Marc oder August Macke. Ihr seht also, der historische Hintergrund war ausgesprochen düster und kritisch für unsere expressionistische Bewegung. Damit sind wir bei der Ausrichtung des Expressionismus, und zwar als Kunst. Zunächst wollen wir uns mal die drei wichtigsten Themen des Expressionismus genauer angucken, und zwar symbolisch mit diesem Bild. Schauen wir zunächst auf die Großwetterlage in diesem Bild, dann wird eines deutlich: Der Expressionismus setzte sich auseinander mit Weltuntergangsstimmungen und apokalyptischen Ideen. Zweitens, der Expressionist schaute auch auf eine Entwicklung, die wir Verstädterung oder Metropolenbildung nennen können oder auch Urbanisierung. Das war das zweite wichtige Thema des Expressionismus. Und dann, das wundert natürlich keinen, mit Blick auf den historischen Hintergrund kümmerte sich der expressionistische Künstler auch um die Frage von Krankheit und Tod. Soweit die Themenlage. Dann können wir noch etwas an dieser Stelle bereits klären, nämlich den Tonfall, den expressionistische Texte hatten. Mit anderen Worten, wir schauen einfach mal in die Innenwelt eines expressionistischen Künstlers, wir platzieren einfach mal eine Stimmgabel und hören auf die Stimmungen.
Der Expressionist suchte die nächtliche kalte Stimmung, das Morbide, das Herbstliche, die Ästhetik des Hässlichen. Er versuchte natürlich prophetisch zu sein. Er konnte seine depressive Stimmung nicht verstecken. Immer wieder kamen höllisch-teuflische Themen, aber natürlich auch bedrohliche Töne und schließlich chaotische Ausblicke. Das ist der Tonfall expressionistischer Literatur. Und damit können wir nun konkrete Merkmale des Expressionismus herausarbeiten, und zwar an drei lyrischen Beispielen, weil die Lyrik favorisiert wurde von den Expressionisten. Der erste Expressionist war auch gleich ein Wortführer, Georg Heym. Er starb bereits 1912, und zwar auf einer Eisfläche, als er einem Freund helfen wollte. Und er schrieb ein ganz prominentes Gedicht, Der Gott der Stadt, 1910. Das Gedicht hat 5 Strophe à 4 Verse in einem Wechselreim und einem 5-hebigen Jambus. Und wir schauen mal auf die erste Strophe dieses Gedichtes. Auf einem Häuserblocke sitzt er breit, die Winde lagern schwarz um seine Stirn, er schaut voll Wut, wofern in Einsamkeit die letzten Häuser in das Land verirren. Wir sollen hier ein Bild imaginieren von einem gewaltigen Gott, es ist übrigens später, in der zweiten Strophe wird der Name genannt, der heidnische Dämon Baal, und er sitzt auf den Dächern einer Metropole und guckt wütend auf diese Metropole und an den Stadtrand. Wir sollen im Grunde den Text imaginieren und dieses verzerrende, verwunderliche, das nennen wir auch grotesk. Also ein Merkmal ist eine groteske Bildhaftigkeit in expressionistischen Texten. Georg Heym, das erste Beispiel. Das zweite Beispiel stammt von dem Salzburger Apotheker Georg Trakl, der eingesetzt war an der Ostfront in einem kleinen Örtchen namens Grodek in Ostgalizien in der heutigen Ukraine. Und dort sollte er auf 90 Soldaten, die schwer verwundet waren, aufpassen. Er hatte kein Morphium mehr, kein Betäubungsmittel und bekam einen Nervenzusammenbruch. Und er schrieb die folgenden schrecklichen und bedrückenden Zeilen. Auch hier wieder nur ein Bruchstück des gesamten Textes. Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen, die goldenen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne düster hinrollt, umfängt die Nacht, sterbende Krieger, die wilde Klage. Fällt euch etwas auf? Gibt es ein Metrum, eine Strophe, ein Reimschema, eine Kadenz? Nein, gibt es nicht. Und warum nicht? Weil der Inhalt so bedrückend ist, dass er im Grunde genommen jeden formalen Anspruch sprengt und zerstört. Auch das ist ein deutliches Merkmal des Expressionismus, dass er Formen auflöst und zerstört. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Es ist das letzte Gedicht von Georg Trakl. Er wird in eine Psychiatrie eingewiesen in Krakau und er nimmt sich dort das Leben und stirbt also 1914. Das zweite Beispiel von Georg Trakl, und damit kommen wir zu Jakob von Hoddes. Eigentlich heißt er Hans Davidson. Er hat über ein Anagramm seinen jüdischen Nachnamen verändert. Er stirbt, auch hier verweise ich auf die Lebensdaten, im Jahre 1942 im KZ Sobibor. Und wird von den Nazis ermordet. Der berühmteste Text des Expressionismus stammt von ihm, Weltende aus dem Jahre 1911. Natürlich erwarten wir jetzt eine Katastrophe biblischen Ausmaßes, den Untergang unseres Planeten, aber weit gefehlt. Das Gedicht von Jakob van Hoddes, Weltende, besteht aus 2 Strophen und die erste Strophe sieht so aus. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut, in allen Lüften hallt es wie Geschrei, Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei, und an den Küsten liest man, steigt die Flut. Das ist ein erstaunlicher Text. Ihr seht hoffentlich, in verschiedenen Versen sind sogenannte Fremdkörper, ein spitzer Kopf zum Beispiel, das ist natürlich grotesk. Oder in dem dritten Vers, Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Auch dieses Wort scheint unpassend. Also ihr seht wieder diese groteske Tonlage. Aber uns interessiert an diesem Strophengebilde noch etwas anderes. Schaut mal, jeder Vers ist ein eigenes Bild und diese Bilder werden nacheinander aufgezählt oder summiert. Und dafür gibt es einen Fachbegriff, der mit den expressionistischen Texten verbunden wird, der sogenannte Reihungsstil. Soweit so gut, das dritte Beispiel von Jakob van Hoddes. Jetzt würde ich gerne noch wenigstens eine kleine Zusammenfassung wagen, und zwar eine Zusammenfassung von einem Zeitgenossen, und zwar aus dem Jahre 1917. Dort wird das folgende Zitat von Kasimir Edschmid beschrieben. Es muss das Bild der Welt rein und unverfälscht gespiegelt werden, das aber ist nur in uns selbst. So wird der ganze Raum des expressionistischen Künstlers Vision. Und damit könnten wir schließen, wo, in welchem fiktiven Raum würden die Expressionisten heute leben, wie hieße dieser Ort? Ich mache einen Vorschlag, und das ist natürlich doppeldeutig gemeint. Die Expressionisten leben in dem kleinen Örtchen Ausbrechen. Soweit, so gut.
Das war das Video zum Expressionismus. Alle wichtigen Daten unten in der Infobox. Vielen, vielen Dank.